Plötzlich ist eben Hartkot zu mir und gesagt, ob ich eventuell möchte mithelfen beim Mont. Für das Buch hat es dann geheissen. Sie haben der NASA vorgeschlagen, ein neues Experiment abzufalten auf der Mondoberfläche. Sie wollen die Zusammensetzung vom Sonnenwind untersuchen. Wir nehmen Aluminiumfolie und exponieren sie am Sonnenwind. Und der Sonnenwind der geht dort in die Folie rein und bleibt dann stecken. Das ist der unterste Teil der Folie. Also die war irgendwo so da unten auf dem Mond gewesen, mit Apollo 11. Die Seite war gegen die Sonne ausgerichtet gewesen, also so auf der Rückseite heisst es Shade. Ja, die habe ich das zweite Mal in den Hängen, auf jeden Fall mindestens. Aber zwei Monate vor dem Apollo-Flug hat man das Päckchen da, oder so auf den Mond gehen, nach Cape Canaveral müssen bringen. Und da habe ich den Zuschlag bekommen, dass ich die übertransportieren durfte. Und die habe ich dann abgegeben. Nicht mehr gesehen, bis ich jetzt, nach 50 Jahren, habe ich eigentlich das Stück wieder gesehen, das ich einmal nach Cape Canaveral gebracht habe. Plötzlich kam der schwergewichtige Brief. Und da stand drin, was es alles muss und nicht oder darf. 454 Gramm dürfte das machen, das Ganze. Experiment. Und dann haben wir es schwer am Kopf angekrallt und gedacht, oh, ist die so leicht. Dann fast jeden Tag sind wir zusammengekommen und haben Gehirne darüber, was machen wir jetzt da. Es hat keine Waschhänkchen auf dem Mond, für die Folie aufzuhängen. Dann muss man das irgendwie aufhängen an einem Ort. Heutzutage würde man dem einen Selfie-Stick sagen, ein einbeiniges Rohr. Das Teleskop, das ist, haben wir gerechnet, 5 Segmente ineinander. Das ist wie eine Busch. So hat das funktioniert. Dann haben sie aber müssen die einzelnen Segmente ineinander blockiert sein, weil es ausgezogen ist, dass man hat können von oben sie einstecken konnte, dass es dann nicht kollabiert hat beim Einstecken. Als erstes haben wir das Teleskop ineinander. Ich sah, wo ist jetzt die Folie? Und dann kam die glorreiche Idee, ich könnte ja die Folie auf ein Rollen wickeln und das in das innerste Segment hineinstecken. Das ist der grosse Aha-Moment. Und dann hat man gesagt, was machen wir da mit dem Rollen? Das war noch griechisch geboren, dass man gesagt hat, wir haben jede bessere Store für innen drin, die hat Federn, die man dann wieder aufladen kann. Also machen wir eine Feder. Nachher war der Prototyp da und nachher hat unsere Lobby bei NASA gesagt, wir würden das gerne mal probieren. Da muss irgendeiner kommen, der Erfahrung hatte mit als Astronaut, der den Raumanzug anhatte. Oder auch wüsste, ob das ginge. Eines Tages kam dann der Termin, dann komme ich. Und dann hatten wir alle zusammen einen höheren Puls. Der Astronaut, das ist also quasi der nächste Gott für uns. Und der kam. Dann haben wir die Folie in die Hand gedrückt, den Prototyp. Und dann ist das so gekommen. Die Folie war getroffen, dort zum Ausleiden. Das hat er. Der Astronaut hat das genommen und also so ausgezogen. Und der Hunger an diesem Haken hat er das untere Ende der Folie eingehängt. Nachher hat er gesagt, das sei alles gut. Was können wir eigentlich so machen? Er hatte richtig Freude daran. Das ganze Experiment. Was wir hier gemacht haben, das ist so simpel. Jeder Mensch, der eine Store runterziehen kann, kann das auf den Mond aufstellen.
Abgesehen davon, dass mit dem Raumanzug ist das natürlich schon noch schwieriger gewesen. Die Bilder vom Aufstellen von der Folie, die sind eben eher der schlecht gewesen, weil das ist eine fixe Kamera gewesen, die er aufgestellt hat und nachher raus ist. Und da ist zum grossen Teil ist die recht am falschen Ort eingestellt gewesen. Ganz am Rand draussen hat man gesehen, wie er da hat mit der Folie umgekantiert. Aber wir haben eigentlich nie daran zweifelt, dass das funktionieren sollte. Für mich ist das ein absoluter Wunder, dass wir hier dürfen fliegen dürfen. Ja, da sind wir stolz drauf. Aber das haben wir erst nachher realisiert eigentlich.